Hallo Leute, ich bin wieder aus Berlin und ich habe ganz viel zu testen. Ja. Zuerst zeige ich euch mal das. Das ist eine vegane Currywurst. Und da freue ich mich am meisten, weil ich kenne die, also ich habe damals nie Currywurst gegessen und kenne die nicht. Den Geschmack und jeder hat immer davon geschwärmt und jetzt kann ich sie endlich kosten. Dann haben wir hier Table Hummus und das ist Schwarzkümmel drin. Das ist sehr gesund, Schwarzkümmel. Das ja, hat sehr viele Vorteile und darum wollte ich das mal testen und das habe ich, alle drei Sachen habe ich bei Rewe und die habe ich neu entdeckt und let's go! Ich freue mich. Und dann haben wir hier Bio-Vegan aufs Brot und da so Rindfleisch nachbasteln. Wie crazy. Obwohl ich auch nicht Rindfleischwurst gegessen habe bis jetzt, aber let's go. Also das hier, dieses Chili muss 2 Minuten in die Mikrowelle. Darum koste ich erstmal die anderen beiden und dann gehe ich schnell und ja, mach mir das in der Mikrowelle warm. Und hier habe ich Möhren für den Hummus und eine Platte hier Reissnack, Reiswaffel mit Amaranth und so weiter. Ja, für das, die Fleischwurst. Und ihr seht, wie lecker das aussieht. Das sieht wirklich sehr gut zubereitet aus. Oh, und diese Schwarzkümmel. Das sieht wirklich gut aus. Und dieser Schwarzkümmel, der ist so richtig prägnant. Und jetzt habe ich nicht geguckt, wie viel Fett und so weiter das Ganze hat. Ich muss mal den Deckel nochmal zumachen. So, ich habe wieder eine neue Brille. Die ist auch ein bisschen leichter. Die andere war ein bisschen schwerer. Und ja, aber ich bemerke, dass ich auch von dieser Brille irgendwie, dass die mir... Schiele ich? Ich habe das Gefühl, dass ich schiele mit dieser Brille. Die mich so müde macht. Aber das macht doch Sinn. Ich schiele auch voll mit dieser Brille. Ich muss da echt nochmal hin. Die hören auf mich nicht. Ich sag denen, dass das nichts bringt. Dass sie da, die stellen das immer auf Fern ein. Und das sollen sie nicht. Haben sie weder gemacht, glaube ich. Okay, also Fett hat 20 Gramm und 2 Gramm davon nur gesättigt, darum ist es sehr gut. Hat 256 Kalorien, davon Zucker 7,5 Gramm, 0,7 Gramm, 7,5 Gramm Kohlenhydrate, Ballaststoffe hat es 8,2 Gramm, Eiweiß 7,4 Gramm, 1,2 Gramm, Salz und Omega 3, 0,9 Gramm, wow. Weil wahrscheinlich Rapsöl drin ist, Kichererbsen, Sesampaste, Schwarzkümmel und die anderen, Branntweinessig und so. Aber jetzt bin ich neugierig darauf. Das riecht so gut. Das riecht wirklich sehr gut. Und das machen wir einmal hier mit diesen... Es hat viel Säure. Also es schmeckt eigentlich so wie die meisten. Ich dachte jetzt, es ist besonders, aber das ist wirklich so säuerlich. Knoblauch. Hat viel Knoblauch drin? Oder Kreuzkümmel, das schmeckt, war ja auch drin, ne? Das schmecke ich auch irgendwie raus. Aber es ist sehr dick. Von der Konsistenz. Sonst, wenn ich irgendwie mal ein bisschen auf Brot drauf mache, wenn ich mir das geholt habe, waren die immer... nicht so dick von
von der Konsistenz. Da merkt man, da sind auch ein bisschen mehr Kichererbsen, glaube ich, drin. Mit dem hier schmeckt es mir sogar besser. Auf dem kommt die Cremigkeit noch ein bisschen zur Geltung. Und das ist wirklich sehr cremig. Also das ist dafür, dass es 20 Gramm hat. Fett. Was nicht so viel ist, wie bei anderen Sorten, finde ich, schmeckt sehr gut. Also der Hummus, der schmeckt mir. Das ist ja so der erste Hummus, der mir wirklich gut schmeckt, der fertig ist. Und ich glaube, ist der Bio? Wo ist meine Brille? Ah, hier. Nee, ist leider nicht Bio. Dachte ich irgendwie. Er hat auf jeden Fall in der Ecke mit den Bio-Hummus gestanden. Und daher hatte ich irgendwie das Gefühl, dass der auch Bio ist. Aber nein, das ist keiner, der Bio ist. Aber der schmeckt mir echt gut. Also Knoblauch steht hier nicht drin, aber irgendwas, Schwarzkümmel, Gewürze, na, wer weiß, was für Gewürze. Schmeckt aber ein bisschen nach Knoblauch und Kreuzkümmel. Also mir schmeckt er ganz gut. Kann man essen. Ehrlich gesagt, ich komme nicht so oft dazu, mir selber Hummus zu machen. Darum muss ich auf die... Also ich habe mir immer das vorgenommen, aber ich schaffe das nicht. Irgendwie komme ich nicht dazu. Vielleicht, wenn ich in Rente gehe. Aber das ist Bio. Bio-vegan. Aus Brot. Und dann schauen wir nochmal. Das hat keine Aromastoffe und so weiter. Säurungsmittel, Verdeckungsmittel, Emulgatoren. Und es besteht auf Rapsöl, auch dieses Mal Sonnenblumenkerne, Leinmehl, körniger Senf, Branntweinessig. Es hat Weizenstärke drin, Knoblauch und so weiter und so fort. Erbsen, Pflanzenprotein, texturiertes ist Erbsprotein. Hat 26 Gramm Fett, 2,0 Gramm sind wieder gesättigt, also wieder sehr gesund. 5,8 Gramm Eiweiß, 0,79 Gramm Fett, Salz und 6,9 Gramm Kohlenhydrate und 3,5 Gramm davon Zucker. Also ja, lässt sich sehen. Also finde ich ganz gut. Dafür, dass Bio ist und vegan und außer der Weizenstärke ist natürlich wieder proteinhaltig. Aber ja gut. Wir probieren es jetzt mal. Hier, also ist auch getrennt, ist gut für die Entsorgung, ne? Papier und hier das Plastik. So sieht's aus. Es riecht. Es riecht nach Knoblauch. Und irgendwie Gewürzen, also so, als ob es eine Tomatensauce ist und es ist so ein bisschen fest, aber auch wieder glibberig. Also man muss es auf jeden Fall ein bisschen umrühren, damit das halbwegs irgendwie schön aussieht. Ja, auf jeden Fall muss man es umrühren. Vorhin sah es nicht appetitlich aus. Und hier sieht man auch so eine Stückchen, die dem Fleisch sozusagen innen sollen. Ich koste mal. Mhm.
Also dieses Rindfleisch, was es sein soll, ist auf jeden Fall faserig. Man hat das Gefühl, dass man auf Fleisch rauf beißt. Von der Würze her, es ist mir ein bisschen fettig. Also ehrlich gesagt, es ist mir fettiger als das andere jetzt. Der Hummus, der hat ja auch 20 Gramm. Bei dem merke ich das Fett mehr. Es hat auch einen bitteren Nachgeschmack, aber kosten wir es mal auf Brot. Vielleicht schmeckt es da besser. Also diese Bitternote, die geht nicht unbedingt weg. Es hat auch hier wirklich eine andere Cremigkeit als bei dem Hummus. Nicht so sehen, also so schön cremig, sondern es ist so ein bisschen fettig cremig. Ich sehe jetzt auch nicht anderes Gemüse unbedingt. Sondern mehr so das Rindige, also das, was Rindfleisch nachahmen soll. Also diese Fleischstückchen. Also mir gefällt es insgesamt nicht so gut, vor allem weil, hier ist eine Paprika, hat sich verlaufen. Weil das irgendwie einen bitteren Nachgeschmack hat. Deshalb. Ich weiß nicht, aus was dieser bittere Nachgeschmack resultiert, aber gefällt mir nicht. Ein bisschen weniger Fett wäre auch gut gewesen. Ja. Rindfleisch, Paprika war das. Und da fehlt mir einfach ein bisschen Paprika. Und jetzt mache ich mal schnell die Currywurst warm. So, das Ganze ist jetzt warm. Ich habe hier unter dem Boden habe ich so eine Curry entdeckt, was wahrscheinlich darauf gemacht werden muss. Machen wir das mal kurz rauf. Ich überlege, ich habe so eine Schüssel und da packe ich das drauf. Das sieht auch besser aus, wenn das da oben drüber so verteilt ist. Ups, genau. Ich glaube, das war eine gute Idee. Dann kann man das wie im Laden, das da auch da drüber so da drauf verteilen. So ist das jetzt und dann verteile ich einfach den Curry hier drauf. Die Sache ist natürlich die, dass jetzt diese Currysoße, also dieser Ketchup oder was es ist, die ist natürlich warm, da schmeckt es ganz anders. Und ich glaube, im Original sind die natürlich, sind die ja natürlich kalt, der Ketchup, und es schmeckt bestimmt besser. So, jetzt schauen wir aber, bevor wir loslegen, nochmal rein, woraus das Ganze besteht. So gesund ist das natürlich nicht. Das ist von den Tressbrüder, steht hier. Bio-vegan, doch, auch bio. Aus Pflanzenprotein mit fruchtiger Currysoße. Also vegane Bratwurst auf jeden Fall. Soja, Bohnen, Weizengluten ist drin. Steinsalz, Rübenzucker, Gewürze, Röstzwiebeln. Johannesbrotkernmehl, Rübenzucker, Sonnenblumenöl, Maisstärke, Curry, Balsamico-Essig, Hefeflocken, Hefe, Gerstenmalz, Mehl, Tomatenpulver, Paprika, Zitronenschalen und so weiter. Ihr könnt nochmal so gucken, wie viel Fett hat das Ganze? 9,3 Gramm Fett, also es hat auf jeden Fall auch Fett.
167 Kalorien pro 100 Gramm. 1,2 Gramm davon gesättigte Fettsäuren. 12 Gramm Kohlenhydrate, 9,5 Gramm davon Zucker, Eiweiß 7,4 Gramm, 1,7 Gramm Salz. Und dieses Mal, Gott erhalt's, hat alles irgendwo Eiweiß, sehr viel. Das hier, dieser aufs Brot Rindfleischteil, hat 285 Kalorien pro 100 Gramm. Und das hier, der Hummus hat 256. Also, das ist hier auf jeden Fall für eine Diät geeignet. Aber jetzt lass uns mal kosten. So, das hier ist die Wurst. Nehmen wir mal ein bisschen Soße, so sieht die aus. Also schmeckt auch ein bisschen bitter. Ich weiß jetzt nicht, wie das Original schmeckt. Aber die Wurst selber, schmeckt ehrlich gesagt nicht so knackig wie so eine Wurst. Ich weiß nicht, ob das die Currywurst auch so ist. Die ist ja kompakt und fest in so einer. Ich möchte wissen, wieso. Ob das durch den Hummus alles so ein bisschen bitter schmeckt. Also die Currysoße hätte mir, glaube ich, besser geschmeckt, wenn sie nicht warm wäre. Das Ganze würde, glaube ich, besser schmecken, wenn es nicht ganz warm wäre. Außer die Wurst natürlich. Und die Wurst ist nicht immer ganz warm. Also die wurde nicht richtig heiß überall, obwohl 2 Minuten steht. Und das hier, das schmeckt mir eher so wie Tofu. Aber nicht so leckerer Tofu, ehrlich gesagt. Versuche noch ein bisschen mehr zu essen. Vielleicht entdecke ich noch was Gutes dran. Also Leute, wenn eure Currywurst so schmeckt, dann weiß ich nicht, was ihr da esst. Also, aufgrund dessen weiß ich, dass es ganz gut ist, dass ich die nie gekostet habe. Weil die Soße schmeckt jetzt nicht so besonders. Und eine Wurst in so einer Soße. Also ich kann nichts Gutes finden, ehrlich gesagt. Es ist nicht mein Geschmack. Leider. Und bei dem Ganzen bleibt auch so viel Soße übrig. Ach, muss man denn so viel Soße? Was sie hätten machen können, die Soße allein für sich, die Wurst allein für sich. Und dann macht man nur die Wurst warm. Und hätte vielleicht besser geschmeckt. Was
weiß auch nicht, ob die Currywurst vorher angebraten oder gekocht wird. Angebraten finde ich sie auch besser, ehrlich gesagt. Also bei dem Ganzen kam jetzt der Hummus okay, kam gut weg. Das war gar nicht gut und das auch nicht. Also mir hat das ist für mich etwas, was ich vielleicht noch mal holen würde, obwohl ich jetzt sonst auch nicht Hummus hole. Ich habe es echt wegen dem Schwarzkümmel gemacht. Und die anderen beiden. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, ihr Lieben.